So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2. Heute fahren wir wieder auf dem Großraumverbund Hannover, auf der Karte Großraumverbund Hannover, die derzeit noch Work in Progress ist von Erelambus und mir. Ja, ich baue da auch ein bisschen was mit, aber dazu gibt es später mehr Infos. Also erstmal möchte ich es erstmal privat halten, weil ja, so richtig sicher ist es noch nicht, deswegen ich halte es erstmal noch ein bisschen privat. Wenn es wirklich etwas zu sehen gibt, dann mache ich auch wirklich ein Video darüber. Genau. Und zwar habe ich mir gedacht, wir fahren heute mal die Linien 124 und 137. Die sind wir ja noch nicht gefahren. Genau, ich fahre die auch beide zusammen. Moment, ich habe jetzt gerade 137. Aha, okay. Ja gut, ist egal. Dann fahren wir zuerst die Linie 137 und dann fahren wir eben die Linie 124. Genau, wir fahren mit dem M-Line City aus dem Mainz Addon. Genau, den Solobus des Repent ist von Italien 83, ist vom OMSI Forum. Der Link wird in der Videobeschreibung sein. Genau. Sonst habe ich nichts modifiziert, also sonst ist alles so, wie es auch normal ist. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir schildern mal. 137.00. Genau. Nach Spanhagengarten. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal noch weiterbauen will. Von Miesburger Straße dann nach Spanhagengarten. Also, ich würde es ganz interessant finden. Also, ich weiß nicht, ich könnte auch ein bisschen was mitwirken, wenn es dann soweit ist. Weil ich denke mal, 7 Minuten ist schon ein bisschen wenig, ne? Also ich würde das schon noch weiterbauen, bis wirklich nach Spanhagengarten. Also das würde ich auch gerne machen. Also wie gesagt, also da kontaktieren wir uns privat, ne? Elambus. Naja. So. Jetzt fahren wir mal vor. Ist ja lang her, dass der M9 City rauskam. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich diesen Release gefeiert habe. Also, da war ich so hyped darauf. War ja was Neues, ne? Und deswegen. Ja, es gab noch kein. Also, es gab schon einen Line City, der war auch ganz ordentlich, aber halt. Es war halt nicht sowas wie das hier. Das ist ja schon ein bisschen moderner mit dem neuen Logo und so. Genau. Ich nehme das jetzt mal nicht als Thumbnail, weil das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber gut, das liegt jetzt nicht an der Map oder so, sondern ich glaube eher, das liegt an dem Bus. Ja, ist ja auch egal. So, wir schildern nicht, sondern wir spulen vor. Bis 49. Ja. Okay, schauen wir mal. Will noch jemand mit? Ja, es kommt noch welche. Hallo. Genau. So. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr das Video am Release guckt. Genau, ich mache das jetzt zusammen, das Video, weil ich habe keine Lust jetzt danach wieder ein neues Video zu machen. Über die 124 dann. Und dass die Videos dann nur 10 Minuten lang sind. Also, da mache ich schon wirklich voll. Genau das. Also, ich weiß nicht, wie er das genau gemacht hat, aber ich fände es halt besser, wenn das halt nicht hier so ein mega Bordstein wäre erstmal, sondern dass es halt ein bisschen ja anders gemacht worden wäre. So. Ansage. Achso, das ist wieder das mit der iBox. Die kommt erst bei der nächsten Haltestelle, die Ansage. Es ist immer bei dieser iBox so, dass die erste Haltestelle nicht angesagt wird, die direkt danach, sondern erst die nach der ersten. Das ist praktisch die zweite Haltestelle, wird erst angesagt. Genau. Ja, hier ist wieder diese Kreuzung, die ich so hasse. Ja, ich bin schon abgefahren. So. Moment, geht das eigentlich so? Moment, wie war das? Also so. Ja. Ha, da ist es. Was ist das?
Ach, keine Ahnung. Genau, so. Wir haben jetzt auch ein Ticketpack. Ach so, das ist ganz gut. Das mache ich vielleicht mal an. Erweitert. Okay, Moment mal ganz kurz. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen cheaten. Ja, sorry, aber sonst kommen wir halt nicht voran. Ja, was ist jetzt? Ach. Ja, komm. Also das ignorieren wir jetzt mal, weil an der Kreuzung, also bitte arbeite da noch ein bisschen dran, weil die Kreuzung ist echt blöd gemacht. Ja. Und die Schienen vielleicht mal ein bisschen noch weiter runtersetzen, weil das ist schon, das stört schon echt sehr. Also ich glaube nicht, dass so ein Bus in echt so wackelt, wenn der über so eine Schiene fährt. Und ich glaube auch nicht, dass sie auch wirklich so hoch ist. Naja. Es stört auf jeden Fall. Muss ja nicht alles so real sein, aber das ist dann angenehm ist zu fahren. So meine ich's. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe nämlich ein neues Ticketpack gemacht. Also wirklich selbst gemacht. Na, okay. Vielleicht an der nächsten Haltestelle will jemand was. Genau, den SCV-Mann wir auch noch. Aber ich weiß nicht wann, weil. Ja, zuerst mache ich halt das. Ich weiß nicht, ich muss mir mal überlegen, vielleicht mache ich doch die Linie 124 da im nächsten Video. Dass ich nochmal ein bisschen mehr Klicks kriege. Ja. Ich glaube, das mache ich so. Ja, genau, das mache ich eben so, dass die 124 dann im nächsten Video zu sehen sein wird. Wenn ich beides auf einmal mache, dann fehlen halt diese Klicks. Und ich denke mal, es sieht auch besser aus, weil ich habe ja auch angefangen mit einzelnen Linien. Also ich habe die Linie einzeln vorgestellt in einzelnen Videos. Deswegen denke ich mal, ist es besser, wenn ich das dann auch einzeln weitermache. Genau. Es ist ein Südschnellweg hinzugekommen noch, muss ich sagen. Wir haben eben beschlossen, dass wir es schon mal zusammen machen, diese Karte. Ich weiß nicht, was das ist hier. Ach so, okay, gut. Genau, und ich mache halt so. Also erstmal mache ich eine Linie noch. Aber dazu, wie gesagt, demnächst gibt es was dazu zu sagen. Im Moment erstmal noch privat. Weil ich muss halt ein bisschen an der Karte arbeiten. Also an dieser Linie. Aber ich sage euch gleich, dass ich mir da wirklich Mühe gebe. Also, ja. Jetzt seht ihr es auch. Also 2,80 €. Das sind eben diese realen Ticketpreise, wie sie auch in echt sind. Also ich denke mal, dass das so wie in echt ist, weil der Rambus hat mir mal so eine Preisliste geschickt. Und ich habe sie einfach so umgesetzt praktisch. Gut. Ich finde es auch so besser, wenn es ein eigenes Ticketpack hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder eine, ob das jetzt wieder eine Gelenkbuslinie war oder nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Es steht nirgendwo. Woher soll ich das wissen? Ich fahre halt mit Solobus. Aber der Line City fährt sich schon ganz gut. Fährt sich schon ganz gut, muss ich sagen. Das ist schon ein paar Jahre alt. Ich habe das Morphe-Soundpack nicht installiert. Das ist so Standardvariante, ist das jetzt. Ich habe wirklich keine Mods zu dem Line City installiert.
Ich habe auch keinen Grafikmod installiert, weil ich habe mal, also ich hatte mal, früher hatte ich diesen FX-Mod, aber dann, jetzt habe ich den halt OMSI neu installiert und ich habe jetzt auch, FX wollte ich halt installieren und dann wollte OMSI nicht mehr starten. Also dann hat er einfach nicht mehr gestartet. Und ich habe alles so gemacht, wie sein sollte. Ich habe auch den 4 GB Patch installiert. Also das wird ja sehr oft als Lösung immer geraten, aber das habe ich wirklich gemacht. Und der wollte einfach nicht starten. Ich habe OMSI repariert, der wollte nicht starten. Und da habe ich halt am Ende einfach die DLLs gelöscht und halt mit Steam reparieren lassen. Dann ging es endlich. Genau. Und warum habe ich OMSI neu installiert? Ja, einfach weil. Ja, weil OMSI nicht mehr gut lief. Also das. OMSI hat halt geruckelt und lange geladen, deswegen habe ich halt. Ich muss diese Benachrichtigung ausschalten. Aber ich vergesse es jedes Mal. Also und hier wäre es auch noch ganz gut, Ihre Lambus. Ah, das mache ich einfach. Das mache ich einfach. Ich entferne hier diesen einen Ding hier. Hier, der eben. Eben genau der hier. Wenn der nicht da wäre, dann käme man da super durch. Aber schau mal, das geht einfach nicht. Also übertreiben muss man auch nicht. Schau. Also ich versuche da wirklich, aber das ist echt extrem eng. Also bitte überarbeite das doch mal. Ist viel zu eng. Bitte mach das mal ein bisschen. Oder teste es vielleicht auch mal. Das wäre auch mal ein guter Vorschlag. Dass du es einfach mal testest. Ach, das ist gar nicht gut gelöst. Also das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich nicht gut gelöst. Also ich würde mich da wirklich nochmal ransetzen und diese Baustelle mal wirklich irgendwie besser machen wird. Das ist echt nicht gut gelöst. Fahr zu! Klappe. Komm. Ist eine Scheiß. Na los. Steig doch ein. Ja, dann halt nicht. Ach so, ist der Bus vielleicht schon voll? Ja, das könnte natürlich auch sein, ne? Dass der Bus vielleicht schon voll ist. Genau. So, rein da. Das hat er überarbeitet. Also, Miesburger Straße wurde überarbeitet. Dass man da halt besser rumkommt. Finde ich sehr gut. So. Aussteigen. Ich wechsle mal schnell das Ziel. Moment, Route 2. Am Pferdeturm ist das. Ach, das ist alles so scheiße gemacht. Null. Am Pferdeturm, okay.
Was? Okay. Ich will ein schönes Ziel finden. Okay. Was machen wir? Betriebsfahrt, ne? Das war das Östra, genau. Jetzt stelle ich mich da vorne mal noch ein bisschen hin und mache ein schönes Thumbnail. Ich finde, mein noch vorher schilder ich noch 137, dass ihr wisst, dass das hier die Linie 137 war. So, und so noch ein bisschen nach rechts, genau. Ach, das ist schön. 137, okay, Moment. So, Moment. So, jetzt haben wir ein schönes Thumbnail und damit beende ich auch diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über ein Abo natürlich auch. Kommentiert doch auch mal was. Und ja, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also dann, macht's gut und ciao.